Wird dann auch die passenden Worte gefunden haben. Ich glaube, es waren ja irgendwie über 20 zu 5 Torschüsse oder so für uns im ersten Drittel. Das hat sich dann im zweiten Drittel komplett gedreht. Da haben wir ein bisschen den Faden verloren. Nach dem ersten Gegentreffer, den wir gekriegt haben, dann den zweiten. Und dann ja, haben wir ein bisschen den Faden verloren. Haben Gott sei Dank mit einem ja, Treffer, wo ein Außenstürmer von mir wirklich hervorragend das Spiel gelesen hat und den Puck hat liegen lassen, wo von der Bande zurück kam, das 2-2 erzielt, ging dann natürlich zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt, 30 Sekunden vor Schluss, aus eurer Sicht wunderschönes Gegentor. Wir haben uns dann eingeschworen in der Kabine, haben gesagt, wir wollen zurückkommen. Und da muss ich einfach sagen, das haben wir dann im dritten Drittel geschafft. Da bin ich auch stolz auf meine Mannschaft. Wir haben da auch schon unsere Probleme gehabt dieses Jahr. Und ja, ansonsten, ja, nach einer turbulenten Woche bin ich dann doch zufrieden, dass wir das im dritten Drittel uns zusammengerissen haben und das erkämpft haben. Und nein, uns Finale schießen ist die Lotterie, dann da habt ihr es gewonnen. Und da herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, Alex, zurück in der Spur war die Ansage der Zeitung. Man könnte auch sagen, wenn man böse ist, wir kennen uns lang genug, Bremse draußen, es läuft wieder. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Ich weiß genau, was du ansprichst. Das ist aber nicht so einfach. Da sehen wir erst was zum Spiel sagen. Ich finde, wir haben es verdient gehabt. Man muss schauen, was für eine Mannschaft wir heute gespielt haben. Ja, wir hatten viele Verletzte, viele Kranke. Und wenn du unseren Kader siehst, tut uns das natürlich besonders weh. Ja, wir können nicht mit Mannschaften wie Lindau, Memmingen oder Freiburg, die sind weitaus besser besetzt als wir. Und dann fehlen uns im Endeffekt auch noch 4, 5 erfahrene Spieler. Und so viele haben wir im Endeffekt davon nicht. Ja, ich finde, wir haben einen schwierigen Start gehabt heute, weil so haben wir noch nie zusammengespielt. Ja, ich musste die rein vorm Spiel würfeln, weil wir heute Nachmittag noch 2 abgesagt haben. Also es haben Spieler zusammengespielt, dann haben wir Mika Reuter noch in die erste Reihe eingebaut. Mit 17 Jahren, das funktioniert am Anfang nicht. Ja, deswegen hatten wir so einen schwierigen Start, da hat es versäumt, dann im Endeffekt den Deckel drauf zu machen. Dann, je länger das Spiel gedauert hat, sind wir in die Spur gekommen. Ja, die Jungs haben gearbeitet wie die Tiere. Das war unglaublich. Ja, ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Und das war eine super Leistung. Und dass wir wieder in die Spur gekommen sind, da bin ich echt froh drüber. Über die andere Geschichte, Wutzi, das ist nicht immer so leicht, ja, zu entscheiden. Natürlich weiß ich, dass ich als Trainer an der Bande wichtiger bin als Spieler. Ja, ich habe, wenn ich spiele, versuche ich nur der Mannschaft zu helfen. Und für mich wäre es natürlich viel, viel leichter mit 45 jetzt, wäre natürlich jedes Spiel so weh. Aber ich mache es im Endeffekt nur, um der Mannschaft zu helfen. Ja. Zur Erklärung ist es halt so, wir haben 9 Verteidiger. Ja? Ich habe 6 Verteidiger, die sind gesetzt. Und dann möchte ich hinten anfangen mit der Nummer 9. Das ist der Alex Otto, wurde vor 3 oder 4 Monaten am Kreuzband operiert. Ja? Das dauert noch eine Zeit, bis der kommt. Dann habe ich 2 junge Leute, meinen Robert Mack und meinen Josef Bahnsteiner. Der Robert ist ein Riesentalent, 19 aus der DNL, der ist noch nicht so weit. Ja? Und der Josef hat den Kopf, aber er muss halt an sich arbeiten. Ja? Dann habe ich 6 Gesetzte. Und dann war halt meine Überlegung, wenn 2 verletzt sind, ja, und das war halt dann gleich relativ früh der Fall, in Memmingen waren 2 gesperrt, und Michi Volkmann und Schäffler, und dann habe ich geholfen. Ich bin der Meinung, ich kann nach wie vor helfen, aber halt nicht jedes Spiel. Ja, das ist gut gegangen im ersten Spiel in Bad Freiburg,
ist es auch gut gegangen. Und zweimal war es halt jetzt nicht so glücklich. Ja, da kann man darüber diskutieren, ob es ein Fehler war oder nicht. Ich mache das jetzt nicht, weil ich da spielen muss. Ja, ich habe gespielt lang genug und ich habe lang genug gespielt. Also eigentlich kann man schon aufhören. Aber wie gesagt, es geht mir um den Erfolg der Mannschaft des Vereins. Und dann triffst du manchmal Entscheidungen, als Trainer musst du Entscheidungen treffen. Und die sind nicht immer richtig. Ja, das ist so. Heute kann man sagen, es war auf jeden Fall besser, nicht zu spielen. Ich möchte es aber trotzdem nicht ganz ausschließen, vielleicht nochmal aufs Eis zu gehen. Aber natürlich muss man darüber nachdenken. Und heute ist es gut gegangen. Ich bin froh, ja, und bin super stolz auf meine Mannschaft, wie sie geackert und wie sie gefaltet haben. Und es wird auch weitergehen. Dankeschön. Eine Frage an den Gästetrainer gehabt. Du hast es vorhin selber angesprochen, turbulente Woche gehabt. Überraschenderweise, ihr habt euch am Sonntag einvernehmlich von eurem bisherigen Trainer getrennt. Wie sollte es da auch nicht weitergehen? Sucht der Trainer oder bleibt es in dieser Konstellation? Hättet ihr da was dazu sagen? Ja gut, kann ich gern was dazu sagen. Also ich habe das ja letztes Jahr mit dem Martin Masak schon mit interimsmäßig übernommen. Wir waren uns aber nach der Saison einig, dass wir wirklich einen Trainer an der Bande haben, der einfach höherklassige Erfahrungen hat, sowohl im Eishockey und im Idealfall auch als Trainer. Das habe ich nicht. Und es ist also, es hat die Mannschaft einfach verdient, einen Trainer zu bekommen, der das letzte bisschen aus den Jungs rauskitzelt. Und ich stelle mich gern hin mit der Hilfe von Frau Basler, von Sebastian Buchwieser, der einfach der taktisch ein ganz erfahrener Mann ist. Und wir machen das interimsmäßig, bis wir den richtigen Mann gefunden haben. Wir verfallen aber nicht in Panik und holen jetzt den Erstbesten, der bei uns anruft, weil dann hätten wir schon 8. Wir gehen das ruhig an. Die Mannschaft gibt uns positive Zeichen. Also ich weiß nicht, wie lange es geht. Vielleicht haben wir morgen einen, vielleicht dauert es noch 2 Wochen, aber wir bleiben da ganz ruhig und wir sind in der Mannschaft unheimlich gewachsen und haben einen unheimlichen Zusammenhalt und wir sind auf der Suche nach dem richtigen Mann für uns gegangen. Dankeschön. Ja, Alex, Ausblick von deiner Seite, Sonntag, nächstes Auswärtsspiel. Guter Ausblick ist halt, ich bin jetzt immer froh über die 2 Punkte, weil wir haben uns wieder hingebracht. Ich sage das immer wieder, wir haben jetzt dann die Spiele gegen Germering, Waffenhofen, Nürnberg, ja, in der Mitte, wo wir gegen die Mannschaft zweimal spielen. Das ist die Phase, wo sich für uns die Saison entscheidet. Wir haben jetzt am Sonntag ein Spiel in Dorfen. Jeder weiß, wie schwer das in Dorfen ist zu gewinnen. Ja, gegen Darmstadt, da wird es natürlich schwer für uns. Ja, ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere wieder zurückkommt. Natürlich tut uns Markus Rudig gut, wenn er spielt. Ja, aber auch Dennis Schäffler, bei Michael Fischer wird es wahrscheinlich noch eine Woche oder so dauern. Wir werden am Sonntag wieder alles in die Waagschale werfen, wenn wir dort was holen. Hilft uns das nur, aber wie gesagt, diese nächsten Spiele entscheiden dann im Endeffekt, ob wir bis zum Schluss an die Chance haben, eventuell unter die 5 zu kommen. Ja, das ist natürlich jetzt auch immer vermessen, das zu sagen als Aufsteiger, aber ja, wir haben es gezeigt, dass wir mithalten können. Wir haben es heute gezeigt, wir haben es in Bad Freiburg gezeigt und wir haben 2 Bretter gekriegt, wo wir jetzt ein bisschen blöd ausgeschaut haben. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass mit Zusammenhalt und hartem Kampf viel möglich ist. Und ich bin gespannt, was kommt bis Weihnachten. Und ich hätte gerne die letzten 6, 7, 8 Spiele Endspiele, weil dann werden wir natürlich auch viele Zuschauer haben. Ich meine, heute waren wieder viele da, da muss ich mich bedanken nach den Leistungen, die wir jetzt zum Derby gebracht haben und vor allem gegen Heisenberg die Bäume kassiert haben. Vielen Dank an die Zuschauer, dass sie uns trotzdem unterstützt haben. Und ich bin guter Dinge und ich freue mich auf die weitere Saison. Dankeschön. Dann bedanke ich mich beim Gästetrainer Sebastian Schwarzbart. Euch alles Gute für Sonntag, steht schwerer Brocken auf dem Programm. Alles Gute, Lieblingsgegner. Und Alex, bei dir auch vielen Dank und viel Erfolg am Sonntag. Tschüss.